Der Weihnachtsmarkt ist ein sehr wichtiges Element im Veranstaltungskalender von Bad Zwischenahn. Wir sind eine Gemeinde, die sehr viel Wert legt auf den CO2-Fußabdruck. Die Idee der Eisbahn, die ist schon seit 5 bis 6 Jahren im Ort thematisiert worden. Wir hatten die Vision, wir hatten die Idee und haben uns gesagt, das muss zu schaffen sein. Ich bin überrascht, dass hier doch zu dieser Zeit schon so viele Kinder hier so aktiv auf der Bahn sind. Die Leute stehen an der Seite, die trinken einen Glühwein, die essen eine regionale Spezialität und können sich aber ihre Kinder anschauen, die über das Eis gleiten und Spaß haben. Wir sind extra heute aus Oldenburg hergekommen, weil sonst gibt es hier in der Gegend ja auch keine Möglichkeiten, Eis zu laufen. Deshalb sind wir jetzt gerade mal hergekommen, um das einmal mal auszuprobieren, wie das hier ist, mal auf nicht auf Eis zu fahren. Hallo, macht das Spaß? Ja, zum Winter gehört ja Schlittenfahren. Das ist etwas anders, aber man gewöhnt sich schnell dran. Ja, ist sehr gut hier zu fahren. Du fährst sehr gut. Es fühlt sich ein bisschen schwerelos. Es ist einfach total ein schönes Gefühl. Hier vorne haben wir ja gleich das Bad Zwischenahner Meer. Wenn das verlässlich zugefroren wäre, bräuchten wir natürlich keine Eisbahn. Aber das ist so verlässlich nicht mehr der Fall. Und damit fehlt diese Attraktion. Was mich persönlich davon überzeugt hat, von Gleis dieses Produkt zu erwerben, ist, dass die Macher diese Eisbahn entwickelt haben für Sportler. Das heißt für mich im Umkehrschluss, dann ist die Bahn praktisch fast besser, als wir sie eigentlich benötigen. Dieser Mix war einfach ideal. Wir haben Material, was zu 100% recycelbar ist. Wir haben keine laufenden Stromkosten, wir haben keine laufenden Wasserkosten. Der Gewerbe- und Handelsverein hat diese Bahn ja käuflich erworben und wir werden dafür noch viele Möglichkeiten finden, die einzusetzen. Also die wird jetzt nicht eingelagert und erst zum nächsten Weihnachtsmarkt wieder rausgeholt, die werden genutzt.